Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk. Ja, wir wollten jetzt mit den Polizisten sprechen gehen und das machen wir, glaube ich, auch erstmal. Aber erstmal, vorher healen wir uns einmal. So. Wow. Und wir gucken uns eben bei T. Oh, wir haben Nachrichten. Muammar el Capitan Reyes. Okay, der möchte ein Auto verkaufen. Und Dino Dinovic. In so einer Zeit. Achso, das war das. Ja, okay, gut, das ist nichts Neues. Evelyn Parker. Wir müssen reden, das ist wichtig. Bist du da? Wir fangen erstmal mit Bist du da an. Nicht möglich. Der Empfänger ist möglicherweise im Moment nicht erreichbar. Oh oh. Die wird doch wohl nicht tot sein. Warte, wir rufen uns erstmal unser Auto. 70 Meter. Ja, das geht auch schneller. Dahin ist es. Und das Traumateam. Oh, oh. Ja, was nun? Bleibst du stehen? Wie plötzlich. So. Einsteigen. Dann fahren wir mal zu den Polizisten. Bin mal schon, wenn wir. Wenn wir mit Traumateam zusammenstoßen. So, Corpo Plaza. Ach ja, das ist hier dieses runde Ding, ne? Also wir müssen doch jetzt eigentlich genau in der Mitte sein, oder? Stadtzentrum. Ja, wir sind jetzt hier. Und gleich können wir dann da reingucken. Ja, Alter. Ach, es sieht einfach nur geil aus. Das muss man einfach mal wieder sagen. Jede Folge einmal ist, glaube ich, ganz gut. So, bitte einmal vorbeilassen. Dankeschön. Oh. Oh oh. Es passt wunderbar. Was bleibt ihr da stehen? Fahranfänger. So, wir gucken mal ganz kurz eben, ob wir ein schöneres Lied finden. Oh. Bisschen Klassik. Da, 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 da. Was steht da? Second Amendment. Ah, schade. Ich muss da runter. Warum stehen die hier? Und waren das nicht gerade nur noch drei? Ach, egal. Alter, wie das blendet hier. Boah. Hier rumzufahren ist aber auch nicht allzu leicht. Also wenn das jetzt im realen Leben wäre. So. Ja, da wären wir schon fast. Warte mal. Da hinten ist noch eine Mission. Was ist das für eine Mission? Nebenmission, Vermittel und das hier ist. Was ist das? Gibt die zum Waffel. Ach, das ist das, was wir machen müssen, okay. Dann machen wir jetzt erstmal diese Neben. Ach komm, weißt du was? Wir machen erstmal diese Nebenmission. Komme ich da von hier irgendwo hin? Tachchen, kann ich hier was kaufen? Ich warte auf einen Freund. Ja, ich bin der Freund, hallo. Nee, komme ich nirgendwo runter, ne? Ihr vielleicht? Nee. Als ob ich da jetzt komplett außen rumlaufen muss. Warte mal, der Questmarker zeigt hier hin. War das hier eine Treppe oder wie? Das führt mich aber nicht zum Afterlife, oder? Warte mal. Da will ich aber nicht hin. Ich will dahin. Nee, dann machen wir es doch noch nicht. Na, ja, warte. Sprich mit den Polizisten. Fahrzeug kaufen. Ja, komm. Dann machen wir das mal weiter. Was ist hier noch? Ja, dann machen wir das doch. Ah, nur Meter. Hier ist ja so viel. Aber mir gefällt es, dass es alles hier so kompakt ist und man nicht allzu weit laufen muss. Ich gucke 170 Meter mal eben nur.
Hallo. Das ist voll hier, Mensch. Was hast du denn dann? Oh, hallo. Ach, das ist eine Frau, ich dachte, das wäre ein Mann. Ups. So. Tom's Diner waren wir gerade. Jetzt mal eben gucken, was haben wir denn hier? Hier ist wieder NCPD. Alter. Die Arasaka sind kein normaler Clan. Sie sind nicht einmal Menschen. Vampire sind sie allesamt. Ihre Körper altern niemals. Und achtet auf ihre Augen, kalt und tot. Ihr Konzern existiert nur als Deckung für ihren schrägen Lebenswandel. Oh, besser gesagt, Totenwandel. Totenwandel. Ich sag's euch, Saburo ist nicht wirklich tot. Er weilt ungestört in der Familiengruft. Labt sich am Blut seiner Diener. Ja, unter okay, aber Saburo ist wirklich tot. Vertrau mir, ich weiß es. Mhm. Welche Überzeugung? Du hast seinen Tod mit eigenen Augen gesehen? Naja, also eigentlich... Ja. Aber... Nein, pst, hab ich nicht. Ah, siehst du, siehst du? Doch wie, fragt ihr, können Sterbliche zu Monstern werden, die dem Tod trotzen? Mit Hilfe der Techno und der Kromante von Alpha Centauri. Es war immer ihr diese Blut, Querdenker. Das Saburo Arasaka trank, um sich in diese Teufelsblut zu verwandeln. Gary, verrat doch keine Arasaka-Geheimnisse. Die finden dich. Na und? Die Saat ist ausgebracht. Die Wahrheit wird Wurzeln schlagen und uns aus den Fängen der Eindringlinge befreien. Ah ja. Ich kenne dich. Du kommst oft hier lang. Du hast die Wahrheit erkannt. Das sehe ich in deinen Augen. Lässt du mir eine kleine Spende, damit ich meine Mission fortsetzen kann? Ach komm, gib mir mal 100. Du weißt, es ist gute Arbeit. Nimm das, um deine City wach zu rütteln. Danke für deinen Beitrag. Ich wusste gleich, du bist ein Jünger der Wahrheit. War's das? Wenn ihr ihre Existenz wesentlich leugnet, haben sie schon gewonnen. Ja, komm. Haben wir mal 100 gegeben, ist er glücklich. Uns stört's nicht so wirklich. So, warte mal, ich wollte aber jetzt hier zu den Polizisten. Da. Dann gehen wir da jetzt mal wieder hin. Hey. Mal, ist Misty zu Hause? Ja, Misty ist wieder da. Wer will denn eigentlich da wohnen? Achso, das ist Puff oder wie? Ja, es ist ein Puff. Na gut. So. Dann wollen wir jetzt mal wieder hier nach Hause gehen. Und dann mal gucken, was die beiden Polizisten dazu sagen. Dass Barry da so mit so einer Schildkröte quatscht. So. Ach, die sind jetzt auch wieder oben. Ja, okay, gut. Burrito. It's big. Schon wieder. Die kommt aber echt häufig hier, die Werbung. Explosion of Taste. Schitter. Das haben die echt schlau gemacht, dass es davor ist. Feeling tired, bored, powerless. Not anymore. Experience all of it. Was für eine Waffe? Verstanden. Okay. Moment! Sag nicht, das ist ein Ding. So. Hallo, ihr Lieben. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Endlich wieder klar?
Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Barry ist in schlechter Verfassung. So schlecht, dass er lieber mit einer Schildkröte als mit euch beiden gesprochen hat. Findest du das komisch? Im Gegenteil. Das ist verdammt traurig. Barry hat das Leben als Cop zugesetzt. Habt euch über ihn lustig gemacht. Also hat er euch nichts mehr gesagt. Und außer euch hatte er niemanden. Außer einer Schildkröte. Sein bester Freund. Geerbt von seiner Oma. Bis Andrew starb. Scheiße. Das glaube ich nicht. Verarscht mich. Klar, weil Bullenverarsche eins meiner Hobbys ist. Aber warum würde er uns anlügen? Er hat über die Schildkröte gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Was glaubst du, wie Mendes reagiert hätte, wenn Barry zugibt, dass er mit Tieren spricht? Mein Gott, Barry. Ich dachte, er macht dann noch Drama, Queen, dass er drüber wegkommt. Ich muss mit ihm reden. Wird auch Zeit. Mhm. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. Mal gucken. Ach, eine schlappe 1000. Alter, für uns ist das ja nicht. Hätte er sich ja umbringen können, Mensch. 1000 ist er euch nur wert? Schämt euch, NCP-Rotz. Oh, Regina. Hab hier wieder ein Auto, okay. Mal gucken, was daraus jetzt wird. Ach, die Mission ist ja noch nicht vorbei. Okay. Kann ich hier noch? Nee. Ich hab doch gesagt, ohne Durchsuchungsbefehl kommst du nicht rein. Verdammt, Barry. Wenn wir reden, Petrova hat mir erzählt, dass dein letzter Fall heftig war. Der Boss meinte, du sollst dicht halten, hm? Hatte auch mal sowas. Ein dreckiger Kindermörder. Wichser war im Petrocamp-Vorstand, also konnten wir nichts tun. Den Anblick vergesse ich nie. Dieses kleine Kinderhemd. Grün. Lustigen gelben Katze. Komm mal. Hey, nee. Ah, nee. Ich will da auch rein. Okay. Vielleicht sollte ich ihn noch in Ruhe lassen. So, triff dich mit Judy im Afterlife. Ja, warte mal, ist die im Afterlife? Du willst die vorfinden, die uns auf die Scheiße einmal einen Job für dich und du hast ja gesagt, nur haben wir ihm das. Okay. Okay, dann ist die im Afterlife. Ah, nee. Ah, okay. Gut. Das sind zwei verschiedene. So, was ist das hier? Warte, bis das Auto repariert ist. Nee. Auftrag, ich verkaufe diese feinen Lederjacken. Begib dich zum Gebäude von Revere Courier Services. Revere Courier. Kleptomanie. Ja, okay, Fahrzeuge brauche ich nicht. Abgeschlossen auch nicht. Ach, weißt du was, dann machen wir das doch mal eben. Wo ist das denn? Warte mal, wo ist das denn? Dann gehen wir da doch mal hin. Absolut. Nein, dabei können wir es nicht belassen. Warte mal. Ach schade, ich dachte, wir könnten ein bisschen sliden. So. Einmal wieder runter. News. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne Systems haben einen Durchbruch im Kampf gegen multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantattechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Maniken zu entwickeln, die durch eine Injektion ins Rückenmark konstante Langzeitwiederherstellung des Nervengewebes ermöglichen. Aha. Konstante Langzeitwiederherstellung. Ja, das wäre doch mal was. Das sollten sie jetzt schon machen. Ist Multiple Sklerose heilbar? Ich glaube nicht, oder? Also momentan noch nicht, glaube ich. So, warte mal. 800 Meter. Ja, komm. Für 800 Meter
Autochen Plätze. In der Transportwelt fragen sich viele, wann sind unsere Meere wieder für uns offen? Aufgrund der roten Dekade sind viele Schifffahrtskanäle immer noch übersät mit nicht explodierten Sprengsätzen. Und abtrünnige autonome U-Boote überfallen weiterhin Frachter auf offener See. Da Versand auf Boden. Ach, hier kann man gar nicht. Sind die Transportkosten um. Komm, weißt du was? Wir fahren mal hier unten lang. Hier sind wir auch noch nicht lang gefahren, glaube ich. Die Wirtschaft natürlich enorm geschadet hat. Regierungen aus aller Welt müssen unsere Meere für die Geschäftswelt endlich wieder nutzbar machen. Sprechen Sie noch einmal mit Ihrem Abgeordneten. Ich würde gerne hupen. Danke für das Einschalten der WNS-News. Das wäre, glaube ich, ganz lustig. Oh, die mal diese Schnarcher hier. Oh. Robert. Hey, wie? Hörst du mich? Laut und deutlich. Schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Pff, wie? Also wirklich? Na komm, klar. Machen wir das mal. Bin dabei. Wann? Naja, jetzt. Wir warten auf dich. Was, jetzt? Nee, nix. Wollen wir mal erstmal hier speichern kurz? Oh, warte mal. Ah, den können wir aber auch hacken, oder? Kurzschlussping. Ja, komm, machen wir mal einen Kurzschluss. Kann ich auch mal direkt hier ausprobieren. Was für illegale Aktivitäten, Mensch. Oh, warte. Dich kriege ich auch noch. Wow. Warte mal. Oh oh. Die hat echt Wumms. Oh, warte mal. Und jetzt hier angehalten wegen uns hier? Nee, ne? Erstmal Waffe wegstecken. Und wieder Bartmus-Kollektiv, wieder Spam-Nachrichten. Mhm. Mal kurz gucken, haben wir alles? Ja. Gut. Sehr schön. Dann, wollte ich jetzt nicht eigentlich mal das hier machen? Warte mal, das? Nee, nicht das. Das hier wollte ich machen, ne? Ja. Das machen wir immer noch. Gut. Dann gehen wir da noch mal eben hin. Eben kurz gucken, haben wir was Besseres bekommen? Oh, hier haben wir ein paar neue Sachen. Schlechter, schlechter, schlechter. Erhöht die Tragekapazität. Okay, ist aber auch alles schlechter. Wir sehen auf jeden Fall wieder richtig geil aus, so wie immer. Da haben wir nichts Neues, da haben wir auch nichts Neues. Kleidungssets, auch Bandagen, ja gut. Brauche ich jetzt nicht. Schuhe haben wir viel bessere. Ah, die passen auch viel besser dazu. Okay, die sind beide schlechter. Und beim Katana haben wir was Neues. Oh, okay, aber nur hier so. Und was? Genau, das konnte man doch zerlegen. So und so. Schön. Waffen, was haben wir da? Handfeuerwaffe haben wir keine bessere. Die zerlege ich mal nicht, weil die ikonisch ist. Aber die hier zerlege ich mal. Das zerlege ich. Warte, ist die Schrotflinte besser als die, die wir haben? Nee. Hat die mehr Schuss oder irgendwas? Egal, die ist eh schlechter. Weil die hier ist nämlich Tech. Ist eine Tech-Waffe.
So, unten nix. Wunderbar. Ja, guck mal, die blauen Schuhe passen doch super. Was haben wir da? Wer seid ihr? Tiger Claws. Okay, mit denen kann ich aber noch nichts machen. Wir heilen uns dann auch nochmal eben. Boah. Das haut einen immer weg, ey. Sind die feindlich? Warte mal. Was seid ihr denn? Netrunner? Achso, okay. Na gut. Ich sag nichts dazu. Das sieht die doch, wenn ich hier reingehe. Warte mal. Kann ich einfach so hier jetzt rein? Das darf ich doch safe nicht, oder? Tiger Claws. Begibt ihr zum Gebäude von River Courier Services. Das ist anscheinend dann da. Warte mal, komme ich irgendwie noch anders rein? Hier komme ich nirgendwo drüber, ne? Nee. Ah, hier. Aber da steht auch einer vor. Warte mal. Kann ich nicht? Nee. Ich wollte ihn gerade vielleicht hacken oder so, dass er ein bisschen blind ist erstmal. Was bringt ja auch nichts, wenn da noch andere hinterstehen. Hä? Was? Was? Nein, ich will nix. Streifenpolizist NCPD. Warum jagt er mich denn? Warum jagen die denn mich? Na egal. Ich darf vielleicht nicht hier sein oder so, was weiß ich. Aber ich komme hier auch nicht anders rein, ne? Hier? Nee. Oh, warte mal, hier vielleicht. So, wollen wir mal gucken. Ist irgendwo eine Kamera, in die ich hier reinhacken kann? Ist das eine Klimaanlage? Kiste? Tiger Claw. Und eine Kamera ist hier nicht irgendwo, ne? Komme ich denn an den beiden vorbei? Ist auch noch einer. Warte mal, habe ich nicht Inventar Cyberware? Habe ich nicht das, was die blendet? Nee, nicht Cyberware. Inventar. Hier ist Cyberdeck. So, sorgt dafür, dass ein Kampfmodus beendet. Tödlich. Synapsen-Burnout. Macht das mehr als meinen Kurzschluss? Nee. Deaktiviert die Fähigkeit des Ziels, sich vom Fleck zu bewegen. Deaktiviert die Fähigkeit des Ziels, sich vom Fleck zu bewegen. Das deaktiviert das? Ich glaube, das aktiviert das. Macht ihn vorübergehend blind. Genau das meine ich doch. Also was, wir machen mal ganz kurz eben Ping und danach rüsten wir das aus. Ping, Pong.
Ah, doch, da ist eine Kamera, sehr schön. Einmal ein Ping, bitte. Kann ich mich da auch reinhacken? Kamerasteuerung. So, haben wir da einen. Warte mal, Scanner mit Tab. Da ist eine. Und dann hier unten die beiden, ne? Der und der da drin. So. Bedeutet, wenn ich... Die davon sieht mich nicht. Hier steht keiner mehr, ne? Ne, bedeutet, wenn ich die hier blind mache, dann komme ich durch. Wir machen erstmal ein Breach-Protokoll. Bringe die Speicherkosten von Quickers und deaktiviere alle Kameras. Geht das denn? Ja, das geht. 1C, 55, 55, 1C. Gut, können wir nicht mit anfangen. 55, 55, 1C, 55. Okay, dann geht das nicht. Ja, will ich jetzt alle Kameras deaktivieren oder will ich die Quickex? Ich glaube, ich will die reduzieren. Kameras sind mir, glaube ich, erstmal egal, oder? War da 1C, 55, ja. 1C, 55, 1C. Gut, alle Kameras. Ne, Quickex erstmal deaktiviert. Warte mal. Mit C verlasse ich, gut. So. Was ist das denn jetzt hier? Ich kann mich absolut nicht bewegen. Ich stehe neben mir. Warte mal, kann ich denn... Irgendwie... Ja, okay. Dann laden wir mal neu. Wo haben wir gespeichert? Ja, vor 6 Minuten hier. Ach ja, komm. Gut. So, wir sind wieder hier. Ich musste leider gerade eben zweimal neu starten, beziehungsweise einen Speicherpunkt laden, weil ich war da vorne schon und ich konnte mich da wieder nicht bewegen. Und ja, jetzt machen wir jetzt einfach das Ganze nochmal. Und zwar hatte ich erstmal hier die Kamera lahmgelegt. Genau, Breach-Protokoll. 1C, 55, 55, ah, jetzt können wir leider nicht beides machen. Eben konnten wir beides machen, aber es geht jetzt leider nicht mehr. NC 55 55. So. Sehr schön. Jetzt sind die Kamera schon mal lahmgelegt. Und. Ah ne, wir haben die Quick Hacks deaktiviert. Günstiger gemacht. So, jetzt warte mal, wo war das jetzt hier? Inventar. Cyberdeck. Als Optik-Neustart. Und Überhitzen hatte ich eben gewählt. Das Ding ist, er hört das, wenn wir ihn hier überhitzen. So ist das ein bisschen blöd von mir. Siehst du uns hier? Nee, ne, du siehst uns nicht. Ah doch, er sieht uns. Kann ich ihn ablenken dadurch? Nee. Kann ich den irgendwo durch ablenken? Ja, hierdurch kann ich ihn ablenken. Ablenkungsmanöver. F. Oh, warte. Und er. So, psch. Oh, nee, das wollte ich nicht. Möchte ich ziehen, bitte? Achso, halten. So, und einmal bitte hier ablegen. Scheiße. Warum funktioniert es denn nicht mehr? Schiss. Warte, du bist da drin. Dadurch kann ich außen her. So. Jetzt die Frage mit dir. Wie bewegst du dich? Kommst du mich jetzt gleich erstmal hier rüber? Achso, okay, du guckst aber weiter in die Richtung, sehr gut. So.
So. Wir speichern hier nur mal eben ganz kurz. Kann ja sein, dass wir wieder irgendwie stecken bleiben. Den kommen wir aber so ran. So. Schlaf. Lecker, lecker, lecker. Zugriff gewährt, sehr schön. So, hier ist noch was zu lesen. Hier ist was zu lesen. Das ist ein Computer, an den können wir aber nicht ran. Was haben wir hier? Das machen wir doch mal eben. Große Menge 1C, E9, 55. Na, können wir leider nicht alles machen. E9. Warte mal, 1C, E9. E9, 55. 1C, E9, 55. Sehr gut. 600, easy. Was ist hier sonst irgendwo Loot? Da ist noch Loot. Nochmal schön 800, sehr nice. Oh, ups. Hier geht's nach oben, okay. Wo geht's da hin? So, hat uns nicht gesehen. So, die Frage ist, ist hier eine Kamera? Die Tür ist wieder zu, sehr schön. Ich hoffe mal, hier ist keine. Das ist eine Tür. Das ist noch eine Tür und da geht es noch weiter nach oben, aber ohne Kamera hoffe ich, ne? Ja. Sehr schön. Okay, ich muss an den Computer daran, ne? Wo geht's denn hier hin? Ah, okay, hier ist Dach. Okay. Oh. Was? Ist sogar ein bisschen laut. Kann ich von hier irgendwas machen? Nee, ne? Ah, doch, da, warte mal. Ah, das ist aber auch eine Kamera, du, ne? Ausschalten bitte einmal. So. Jetzt hoffen wir, dass da keiner steht. Oh, oh. Hier eine Latte. Yee. Ich muss da vorne hier rein. Gut, dann gehe ich erstmal wieder nach hier vorne. Alter, wenn wir erwischt werden, ne? Ich speichere nochmal eben. Gegner in Alarmbereitschaft? Was bist du sowieso deswegen? So, sind die jetzt in Alarmbereitschaft? Hm. Na komm, machen wir mal. Oh nein, 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 nein. So. Ich komme immer auf T statt auf R. So, und wieder ducken. So, und erstmal alles looten hier. Ja, danke schön. Danke, 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 danke. Das haben die jetzt aber nicht gemerkt, oder? Ach, komm, warte, erstmal verbinden hier. Große Menge bitte. Och. Ja, wenn das so ist, 1C. 1C. 1C, 1C, okay. Ah, nee, scheiße. Hä, davon geht doch, ging doch gar nichts. Du musst es mit 1C starten. Ja, okay, dann kann ich halt nur noch das machen. Hm. Schade. Aber eine epische Quick-Hack-Komponente, das ist nice. So. Über Direkt-Link autorisieren. Gut. Gucken wir doch erstmal.
Bleib doch hier unten. Steig in den Wagen. In welchen Wagen denn? In den Wagen da. Ja, wie soll ich das denn auf Stealth-Basis schaffen da? Ach Gott. Oh, warte mal. Ach, die draußen hatte mich erkannt. Okay. Warte mal. Kann ich hier runter? Oh oh. Ja, das Bein schmerzt, ne? Das kenne ich, wenn das Bein schmerzt. Ich höre hier doch eine Kamera. Da ist eine. Einmal bitte die Kamerasteuerung. Okay, da haben wir einen. Ist hier sonst noch irgendwo einer? Nee, ne, das war's schon, lol. Hier ist ein Tor, da sind Tore. Okay. Nein. C. Ich habe vergessen, die auszuschalten, warte mal. Ausschalten bitte. Das war laut. Wo ist denn hier noch eine Kamera? Ich höre da schon wieder eine. Ficken. Oh. Tschüss. Ja, es war ja, naja, semi-optimal jetzt. Aber egal. Wir haben den Wagen. Und wir mussten nicht gegen alle kämpfen. Weil ich glaube, das hätten wir nämlich auch nicht geschafft. Oh, da ist ein Fragezeichen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das markiere ich mir mal eben. Ach, jetzt hat den demarkiert. Nee. Fahre den Wagen zum angegebenen Ort, dann machen wir erstmal das hier. Delamain. Ein Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Herr Dell, das interessiert mich aber leider nicht. War die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Das sagtest du auch beim letzten Mal. So. Und da rein. Delamain machen wir erstmal nicht, würde ich sagen. So, Regina. Ben ist angekommen. Das war mal ein Paradebeispiel für einen perfekt ausgeführten Job. Naja. Eins mit Sternchen. 1300, okay, nice. So, aber wir gucken jetzt erstmal nach, was dieses Fragezeichen denn da war. So, das nehme ich alles mit.